So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich hoffe, die Verbindung passt nun wieder. Sollte sich trotzdem die Sendung etwas abgehakt anhören, dann liegt es definitiv eben an meiner Bandbreite und man kann das Video später im YouTube-Channel dann anschauen. Aber ich wurde angewiesen, dieses Live-Video trotzdem eben so zu tätigen. Also fangen wir auch an. Zunächst einmal ein Blick auf die asiatischen Märkte. Hier konnte der Hang Seng Index etwas deutlicher zulegen und steht jetzt über diesem Widerstandsband. Hier würde ja gewünscht, dass es hier nochmal einen Rücklauf gibt an das Ausbruchsniveau bzw. an den EMA 200. Dies scheint jetzt momentan nicht der Fall zu sein. Allerdings ist es jetzt hier noch auch nicht wirklich ein signifikanter Ausbruch. Ja, man könnte vielleicht ja auch die Linie etwa auf 22.170 legen und von dort aus dann einen Rücklauf. Allerdings, ja, ist es jetzt hier ist es sowieso zu spät, jetzt einzusteigen. Entweder war eben hier unten ein antizyklischer Einstieg möglich, hier ja der Trend bestätigt, der nach dem Ausbruch, also ein Ausbruchstrade möglich. Hier wäre es ja natürlich jetzt ja fast schon recht fahrlässig, hier einfach einzusteigen. Natürlich sind kurzfristige Positionen auch möglich mit sehr engem Stopp, aber natürlich kein Stopp hier unten, weil das Chance-Risiko-Verhältnis wäre hier definitiv dann nicht mehr gegeben. Der Nikkei, hier habe ich auf die Indikation umgestellt. Auf der Indikation verläuft er exakt im regulären Handel. Gab es ja Feiertag bedingt kein Handel und heute ja stößt es sich dann hier an die Trendlinie, den Kopf. Mal schauen, also hier ist nichts Neues noch. Die ProSieben-Aktie kürzt, ja, hat hier fast punktgenau das Kursziel erreicht. Die Borussia Dortmund-Aktie kommt einfach nicht raus. Es ist ein Seitwärtsgeschiebe hier. Man sieht auch, dass der EMA 50 im Wochenchart jetzt hier echt seitwärts verläuft. War ja auch hier schon gegeben. Also hier fehlt es eben auch von den Bären oder auch von den Bullen. Kaufdruck zu erzeugen ist eben nicht da. Dann, was womöglich heute spannend wird, weil etwas Verkaufsdruck da ist, ist im Gold und im Silber. Da gab es ja heute früh einen kurzen ja, Ausbruchsversuch, der aber auf 4-Stunden-Basis abgewürgt worden ist. Und jetzt steht er hier auf Tagestief. Und ja, bleibt jetzt die Kerze hier so, dürfte sich eben anschließend noch eine Folgekerze dann Richtung EMA 200 dann ausbilden. Bei Silber sieht die Sache dann so aus, kommt hier oder kam schon an die 1970 an und wie hier eben schon die letzten Videos angedeutet, darf es sich ruhig hier weiter nach unten die Abwärtsbewegung fortsetzen und wie gesagt im Idealfall auf 1880 abtauchen. Euro-US-Dollar ist weiter uninteressant. Das Euro-Britische Pfund bewegt sich jetzt hier auch nicht mehr großartig, liegt halt im Plus das Szenario. Euro gegen australische Dollar kam ja hier schon gestern unter Druck. Nochmal hier so eine kleine Umkehrkerze und solange hier das Tief bzw. eben auch
kein 4-Stunden-Schlusskurs unter 1,4640 stattfindet, ja, bleibe ich dabei, kommt oder sollte einfach eine zweite Bewegung dann im Idealfall sogar noch ein Stück höher eben sich dann fortsetzen oder halt anschließen. Dann kommen wir gleich zum DAX. Ich wollte nur noch mal schauen, dass ich hier die BMW-Aktie, die ich ja gestern im Video erwähnt habe, dass ich die nicht vergesse. Also hier gab es jetzt einen zwar noch nicht ganz exakten Rücklauf an den EMA 50 im Tageschart und an diese Trendlinie. Allerdings hier dann eben, wie vermutet, eine Konsolidierungsphase und von dort aus dürfte die Aktie eben nochmals kräftiger anziehen. Sonst hat man hier das australische Dollar, kanadische Dollar ist ja abgeschlossen. Man sieht sich hier eine schöne, ja, auf Tagesbasis auch eine schöne Umkehrkerze, sich ausbildet auf 4-Stunden-Basis war. Ja, gestern hier schon mal was. Dann kann man hier auch auf die Gegenbewegung oder auf die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung einstellen. So, zum DAX war er hier Short angedacht, dann im Prinzip Long möglich, allerdings das dann nicht gehandelt. Hier haben wir jetzt die Indikation. Der DAX eröffnet heute auf jeden Fall mit einem Gap auf Xetra-Basis. Da schalte ich kurz mal um. Und da laufen auch die Kurse rein, ob jetzt die Kerze jetzt schon hier vollständig ist. Ja, hat Guidance hatte immer noch ein bisschen Probleme in den ersten Minuten die Kurse richtig zu erfassen. Also hier ein etwas größeres Gap entstand auf Xetra. Womöglich erreicht der Index sofort eben die 10.070 und dann entscheidet sich, ob hier eine Umkehrkerze sich vollziehen kann oder eben eine schöne Ausbruchskerze, damit hier dann das Setup beziehungsweise das Szenario hier vervollständigt wird in Richtung 10.200 Punkten. Hier dieser Widerstand, das horizontale Widerstandsband muss halt jetzt geknackt werden. Allerdings werden jetzt hier dann doch wieder der DAX direkt abverkauft. Also man kann hier auch mit dem Gap Close rechnen, aber spätestens dann sollte der DAX, wenn er bullish sein sollte, sollte sich hier die Aufwärtsbewegung eben fortsetzen, wie eingezeichnet. Allerdings auch wie gestern geschrieben, man muss ja nicht jedes Setup-Szenario handeln. Und wenn halt das, wenn keine eindeutige Signallage vorliegt, muss man auch nicht unbedingt agieren. Also ich warte hier jetzt weiter ab. Eventuell, wie gesagt, ein Gap Close, dann kann man sich hier mit einem engen Stopp vielleicht positionieren. Aber sonst das Seitenlinie. Danke fürs Zuhören und bis später.